Habe ich aber nicht. Du. Komm mal hier raus. Dann gibt man ein besseres Ohr. Nee, das muss ein richtig gutes sein. Damit es bis da oben hinkommt. Dann gehst du hier bitte runter. Ja, jetzt ist das Problem behoben. Okay. Das Ding brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Seid ihr alle angeschlossen und am Arbeiten? Nein, du kriegst keine roten Engines. Du bekommst keine normalen Engines. Weil wir keine Engines herstellen. Mach das hier unten mal weg. Oh, Spielinventar voll. Bitteschön. Das heißt, wir müssen unten bei unserer Fabrikanlage die Engines herstellen lassen. Kein Problem. Laufen wir kurz hin. Ich hätte gerne... Hier. Stell her. Engines. Du brauchst Rohre, Stahl und Eisenzahnräder. Rohre. Stahl. Eisenzahnräder. 100, 100, 100. Dich beschränken wir auf 2, ja. Und du arbeitest. So, Skynet sollte jetzt auch weiterhin die schnelleren Bauroboter produzieren. Das ist ebenfalls gut. Das heißt, ich kann mich jetzt wieder um den Strom kümmern. Damit es gleich beim Patchen nicht alles in die Hose geht. Ja, ich denke, das wäre sinnvoll. So, Forschung dümpelt langsam vor sich hin. Das System hält sich, ist voll ausgebaut. Aber trotzdem klappte das nicht mit den Boilern. Also die Boiler hatten in meinem Test nicht gereicht, um die Dinger zu betreiben. Die haben alle nur so 50, 60 Grad bekommen und es kam nicht genug Wasser an. Also momentan ist Wasser ja überall voll. Selbst hier ganz unten war es voll. Oder ist es voll? Wird es später aber nicht. Das heißt, ich werde jetzt hier noch eine Reihe machen müssen. So. Dann Boiler. Noch nicht die allerbesten, dafür haben wir nicht die Ressource gerade. Beziehungsweise die Zeit, das alles zu bauen. Sondern die hier. Kann ich jetzt einfach so ranbappen und das erhitzt das Ganze dann nachträglich? Ne, ich glaube, das bringt nichts. Okay, mehr. So, dann reiße ich die Reihe an Boilern hier ab und hänge sie unten dran. Damit wir dann hier Platz haben für nicht noch eine Reihe, aber einfach Platz haben. Weil momentan sehe ich... Also ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Das ist sehr komisch. Also quasi so von der Seite rein erhitzen. Oh, und ich würde gerne alle Pipes hier zu 5er Pipes machen. Nur für den Fall, dass es daran gelegen hat. So, und die unterirdischen auch. Also, dich und dich. Was bist du? Du bist auch ein normales Ding. So. Ja, ja, und ich muss dann denken, die Pumpen müssen immer schön da sein, wo das alte System ist. Sobald sie hier im Einflussbereich des neuen Systems sind, klappt das alles nicht mehr. Zum Beispiel würde ich ganz gerne hier auch eine Pumpe reinsetzen. Die da. Das heißt, die bekommen jetzt von unten Wasser, erhitzen es und tun es dann wieder runter? Das verstehe ich nicht. Ich denke, das geht so nicht. Nee. Das geht so auf keinen Fall. Okay, du raus, du raus. Du gehst bitte... Ne, warte vor. Du gehst da schon wieder hoch, dann kommt da die Pumpe. Kommt da das Rohr.
Und so funktioniert das. Also Wasser kommt von da, geht hoffentlich hier durch und wird dann nach unten rausgeschmissen. Kann ich jetzt aber leider nicht testen, ob es funktioniert, weil es ist halt... Warum bist du hier nur bei 92 Grad? So, weil es jetzt erst alles nach und nach erhitzt werden muss. Ja, ist okay. Weil die grünen Rohre, die haben sehr viel Wasser drin. Und bis das alles erhitzt ist, kann das eine Weile dauern, ja. Da ist immer noch 92. Na, steigt langsam. Hier ist schon wieder 100. Also ich könnte das jetzt so machen, ich speichere das jetzt so ab, lade es dann im neuen Mod und gucke, ob es funktioniert. Oder ich baue es gleich so, dass es ein bisschen länger hält. Also meine Idee wäre dann halt, ich reiße einfach das hier ab, setze es unten dran und dann mache ich hier eine reguläre Verbindung von da hinten wieder nach da. Dann haben wir diese Schlangenmuster beibehalten, dürfte eigentlich nichts schief gehen. Aber es ist ein bisschen schade, weil es ist halt nur ein einziges Feld, was wir eigentlich brauchen. Damit diese Zwischendinger da nicht kommen. Aber ich denke, das muss ich machen. Ich fange am besten auf der anderen Seite an. Also ich nehme dich hier raus. Tu dich dahin. Ich brauche noch ein Rohr. So, komm da raus. Am besten noch ein vorher. Komm da raus, mach dann da eventuell eine Pumpe hin und dann dahin. So. Kann ich heißes Wasser in einen Tank tun? Keine Ahnung. Probier's. Weil sonst könnten wir einfach einen Tank haben. Temperatur 21, ja, das geht anscheinend. Können wir einen Tank haben mit heißem Wasser? Setz den mal bitte dahin. Ja, Temperatur 100. Okay, ich brauche unbedingt größere Tanks. Baue größeren Tank. Und dann haben wir das so. Wir haben jetzt... Oh, sehr schön. Was wollte ich machen? Ich wollte irgendwas Wichtiges machen. genau, die da. Go. Dann haben wir jetzt hier eine ganze Reihe Boiler, die nicht besonders hoch MK-ig sind. Was? Müsste jetzt plötzlich so kalt. Temperatur 20. 25, 31, 38, 44, 76. Da ist wieder 72. Okay, das war wohl nur ein kurzer Hiccup. Also wir haben hier unsere ganzen Boiler, die wir noch ein bisschen aufstufen müssen. Als Vorbereitung. Und das heiße Wasser landet dann am Ende in einem Tank. Und es gibt keine Verbindung außer über diesen Tank. Das heißt, die Steam Engines nehmen die Flüssigkeit immer aus diesem Tank. Und da sollte es 100 Grad haben. Das heißt, ich nehme jetzt dich, hau dich da drauf. Und wir haben jetzt gleich ganz, ganz viel heißes Wasser. Das heißt, selbst wenn irgendwann mal hier irgendwelche Ausfälle sein sollten, wird das Wasser hier nicht instant von 100 auf... Doch, kann es. Das finde ich nicht schön. Das Wasser hat kein... Okay, wie beschreibe ich das jetzt? Wir haben einen Riesentank voll Wasser. Das ist eigentlich kochend heiß. Es ist kurz davor zu kochen. Aber wenn es kochen würde, Gasförmchen, so wäre wieder doof. Also es ist kurz davor zu kochen. Wir nehmen jetzt einen Tropfen kaltes Wasser. Wir schmeißen es in den Tank. Der Tank ist immer noch scheiße heiß. Das Wasser ist tierisch viel und es ist heiß. Der eine Tropfen macht keinen Unterschied. Hier sehe ich allerdings gerade, dass ein Tropfen Unterschied macht. Und zwar 9100 Grad heißes Wasser wurden eben gerade einfach so mal schnipp auf 80 Grad runtergekühlt. Das war nicht mein Plan. Das heißt, die müssen alle dieselbe MK-Stufe haben, sonst bringt uns das gar nichts. Bau die da. Spielelementar ist voll. Ja, uff. Schmeiß das mal da auf den Boden. Werf die Mauern weg. Gleich das nächste.
Ja, mach. Brauchen wir für die Rüstung. Der Tank kann weg. Plastik kann weg. Blaue Chips hätte ich ganz gerne so. Das kann weg. Zwei Kohle kann weg. Knödel kann weg. Die können weg. Zweier Produktivitätsmodule können weg. Kann weg. Die können freigelassen werden. Die nicht. Die müsste ich eigentlich kurz umbauen. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seid ihr? Da seid ihr. Und noch zwei Construction Bots. So. 88 Grad. Das kommt auch da unten an. Das. Oh. Denkfehler. Ich habe die Rohre da unten abgerissen. Okay, das könnte natürlich erklären, dass da irgendwo dein Logikfehler ist. Okay, das heißt, du musst leider da weg, weil da keine Verbindung ist. Schade um das viele Wasser. Da. So. Jetzt ist das überall 100 Grad durchgehend. Ich verstehe das nicht. Sauberes Wasser wird gepumpt. Dahin. Hier fängt es an mit 19 Grad. Das Ding schafft es, das nur um 1 Grad zu erhöhen. 3, 3, 3. Ist doch albern. Außerdem ist viel zu wenig Wasser da drin. Das müsste durchgehend voll sein. Das ist schon eine Fünferpumpe. Und es kommt nicht genug Wasser. Wie viel wird gerade geschossen? 31. Und wir haben keine Repair Packs mehr. Aber das scheinen die schon selber zu regeln. Die Maschine müsste ja noch angeschlossen sein mit den Repair Packs. Grad. 100 Grad, 100 Grad. Wo ist der Sprung, dass es plötzlich wieder kalt wird? 100 Grad. Der Tank. Ach nee. Also ich darf in kochendes Wasser einen Tropfen kaltes Wasser machen und es wird kalt, aber ich darf in eine Tonne kaltes Wasser keinen Tropfen heißes Wasser machen und es wird warm? Das ist ein bisschen komisch programmiert. Also ja, es dauert jetzt tierisch lange, 10.000 Einheiten kaltes Wasser aufzuwärmen. Die Dinger laufen jetzt durchgehend nur mit 80% Leistung. Was sagt unser Stromnetz? Akku sind alle. Ja, da komme ich hinterher. Achso, ich habe auch vergessen, die Dinger hier neu zu setzen. So. Die blauen hier auch ersetzen. Was sagst du jetzt? Geht. Zwischendurch geht's nicht. Aber dann geht's wieder. Und die Schmelzöfen sind hammerteuer. Aber gut, solange hier langsam Wärme aus Wasser ankommt, ist alles gut. Ja. Okay. Der Tank da sollte ersetzt werden durch einen größeren Tank bei etwaigen Stromausfällen oder ähnlichen. Die restlichen Boiler sollten wir eigentlich alle orange machen. Aber die kosten viel zu viel. 60 blaue Chips. Das könnt ihr doch nicht bringen. 260. Efficiency 150%. Efficiency 125%. Ich auch. Ja. Ich glaube, ich sollte eher lieber noch Pumpen bauen, dass es da immer schnell läuft. Oh, wobei, bis wo geht das? Bis hier, okay. Also da, dann eine Pumpe hin und das war's. So, die ist durchgehend mit dem alten System verbunden, mit dem kleinen System hier. Das kleine System könnte wesentlich mehr produzieren, tut es aber nicht. Also du brauchst auch neue Boiler, ne? Genau.
bist du jetzt auch durchgehend 100 Grad. 90, 95. Ja, sehr schön. Okay. Dich hätte ich eigentlich ganz gerne höher. Mal gucken, ob das jetzt Probleme verursacht. Was ist da los? Warum hat das so viel Strom gebraucht? Okay. Hat sich beruhigt? Hat sich beruhigt. So, das Ding fühlt sich jetzt mit 19 Grad kaltem Wasser. Das da ist bei 98 inzwischen angekommen. Ich verstehe nicht ganz, warum nicht 100. Aber das könnte ein Rundungsproblem sein. Das können wir so also erstmal stehen lassen. Okay. Was hätte ich jetzt noch ganz gerne? Ich hätte jetzt noch ganz gerne zwei davon, damit hier alles lila ist. Ich hätte eigentlich auch ganz gerne den schon mal platziert. So. Und zwar genau hier, weil hier immer das schön heiße Wasser ankommt und immer genug davon. Und dann denke ich, werde ich jetzt mal abspeichern und die neue Mod-Version installieren. Und dann hoffen, dass das soweit alles hinhaut. Also bis gleich.